Ja, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Promote Video von Let's Play Knobi. Ja, und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, werde ich heute den Game Moderation vorstellen. Und zwar ist er ein Mitglied von meiner Promoter-Team sozusagen. Und wir stellen uns erstmal alle vor, beziehungsweise ich werde sie für euch erstmal vorstellen, damit ihr sie kennenlernt. Und ja, die anderen, die werden mich dann auch vorstellen, damit die mich kennenlernen sozusagen, ja. Das Geben und Nehmen, so nennt man das, ja. Auf jeden Fall ist das eine super Aktion, wie ihr auch mitbekommen habt in meinem Infovideo. Und wir fangen heute auf jeden Fall an mit unserem Leader, nämlich Game Moderation, der vor kurzem erst seinen Kanal neu eröffnet hat, weil er Probleme hatte mit seinem alten Kanal. Der alte Kanal hatte, ja, ich schätze mal 680 Abonnenten und auch wirklich fast eine halbe Million Aufrufe. Ich glaube sogar eine halbe Million Aufrufe. Und das war schon richtig heftig und auf jeden Fall hat er jetzt einen neuen gemacht und er braucht unbedingt eure Hilfe beziehungsweise will euch als Zuschauer gewinnen. Und das werde ich euch jetzt erstmal so verklickern, ja. Nein, auf jeden Fall ist er 17 Jahre alt, er heißt Domi und wohnt in Bayern. Ja, er ist auf jeden Fall ein sehr guter Kollege. Ich habe ihn mal kennengelernt früher. Da habe ich einfach mal so bei YouTube ein bisschen rumgeschnüffelt, habe da ein paar Assassin's Creed Videos gesucht, beziehungsweise wollte mal welche schauen. Ja, und da habe ich ihn halt gefunden und fand ihn wirklich sehr sympathisch und die Stimme, die ist einfach nur göttlich. Die ist auf jeden Fall richtig geil. Also ich habe den dann auch danach, glaube ich, angeschrieben, habe gesagt, ey, hast du mal überlegt, irgendwie zum Beispiel bei so einer Game Show mitzumachen, wie zum Beispiel Game Insight sowas, also sowas in der Hardart zu machen. Und weil er wirklich eine richtig gute Stimme dafür hat, das könnt ihr dann nachher sehen in dem Video, was ich euch dann abspielen werde. Und auf jeden Fall kann er auch sehr gut unterhalten, ja. Wir kommen jetzt erstmal kurz zu seinen Informationen. Und zwar Let's Play da auf dem Kanal gerade Orcs Must Die 2. Einmal noch League of Legends macht er ein LPT mit The Truth Fan, auch ein Promote-Partner sozusagen. Und er redet da wirklich über viele Themen und bekannte YouTuber und andere Themen. Also ist wirklich sehr interessant, da mal zuzuhören oder mal reinzuschauen, ja. Dann will er noch ein Let's Create a Game machen. Und zwar programmiert er da ein Spiel mit der Community. Und dann, wie gesagt, noch die Let's Promote-Aktion, die jetzt gerade am Laufen ist, beziehungsweise die gestern auch angefangen hat, ja. So, Spiele, die noch kommen werden, sind auf jeden Fall The Walking Dead, Assassin's Creed 3, Revelations und I Am Alive, Dishonored, Crisis, Warhead, Crisis 2, Just Cause 2 und ja, dann noch, wenn ihr da irgendwie Lust habt oder so, dann schreibt eure Wünsche hin, schreibt ihn einfach mal an, welches Spiel ihr von ihm haben wollt, beziehungsweise sehen wollt und vielleicht geht er drauf ein und nimmt eure Wünsche an und wird darüber dann auch ein Let's Play starten, ja. So, jetzt kommen wir mal erstmal zu seinem Kanal und zwar, wie gehabt, haben wir hier wieder ein schickes Bewertungssystem von mir und ja, ich habe auch schon fleißig bewertet und ihr werdet das jetzt gleich hören, was ich da bewertet habe und wie viele Punkte er dafür bekommen hat. Ja, und zwar habe ich mir mal das Kanaldesign angeschaut, was mir eigentlich nicht so gut gefällt, beziehungsweise das sieht irgendwie so simpel aus und wiederholt sich auch oft. Also wenn man jetzt hier, warte mal, wir machen mal hier, wenn wir das hier sozusagen hochklappen würden, dann würde das wieder bei 1 sein, aber auf jeden Fall wiederholt sich das immer. Und auch wenn wir jetzt weiter wegzoomen würden, dann würde das sich nochmal wiederholen, beziehungsweise der Pirat, der rechts ist, würde dann links nochmal sein, ja. Also das Kanaldesign gefällt mir erstmal gar nicht. Auch wenn es jetzt hart klingt, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Geschmack. Ich meine, ich denke mal schon, dass der Typ, der das gemacht hat, dass er sich wirklich schon Mühe gegeben hat. Aber jedoch würde, beziehungsweise kann man da noch bessere Hintergründe finden, beziehungsweise machen, ja. Dafür habe ich dir 3 von 5 Kronen gegeben. Und ich hoffe, also beziehungsweise ich war noch ein bisschen herzig und habe halt gesagt, ja gut, okay, ja okay, er ist ein guter Kumpel und bla bla bla, da können wir ihn ja noch so knapp 3 Punkte geben, ja. Sei da froh, dass ich dir noch 3 Punkte gegeben habe, ansonsten hätte ich dir dafür, glaube ich, nur 2 oder sogar 1,5 gegeben. Ja gut, 1,5 ist schon ein bisschen zu heftig. Ja, so, dann haben wir noch die Aktivitäten seines Kanals. Und zwar hatte er
den Kanal neu eröffnet. Und zwar, wann hat er den neu eröffnet? Letzte Aktivität, nein, das ist das nicht. Ja, den Kanal hat er ungefähr vor, weiß ich nicht, 4 Tagen oder so. Warte mal, wir können ja hier unten sehen, das sehen wir ja, wann das erste Video hochgeladen ist. Das hat er ja direkt hochgeladen, das war vor, okay, einer Woche, gut. Also der Kanal ist auf jeden Fall schon ungefähr eine Woche aktiv. Und auf jeden Fall lädt er auch jeden Tag ein Video hoch. Also ein Video ist auf jeden Fall drin, dass er eins hochlädt. Und am Tag, manchmal lädt er auch zwei hoch, ja. Auf jeden Fall ist hier schon mal die Aktivität sehr hoch, beziehungsweise er ist sehr aktiv und macht die Let's Plays auch wirklich mit Herz und auch wirklich mit Spaß, ja, wie man ja dann unschwer erkennen kann in dem Video denn. Ja, auf jeden Fall habe ich dir für die Aktivität 5 von 5 Punkten gegeben, weil ich denke mal, wenn du weiter, beziehungsweise du wirst ja den Kanal weiterführen und dann wirst du ja, denke ich mal, auch noch viel mehr Videos rausbringen. Das ist ja gerade mein Anfang hier und die Aktivität wird da, denke ich mal, auch noch sehr hoch steigen, ja. So, jetzt kommen wir mal kurz hier nochmal zum Kanal. Und zwar hat er hier rechts am Rand, hat er über Game Moderation, hat er nochmal kurz was geschrieben. Das könnt ihr euch gerne mal selber durchlesen, wenn ihr auf seinen Kanal kommt. Ja, und dann hat er hier noch halt Verlinkungen drin von seiner Homepage, von Google, von Facebook, von Twitter, von Kanalkommentare, alle Videos und die Playlist natürlich. Playlist hat er 3 Stück. Einmal die Game Moderation Promote Aktion, die ich, denke ich mal, auch noch machen werde. Dann auf einmal League of Legends und Orc Must Die 2. Ja, die Partnerkanäle sind hier auch noch verlinkt, natürlich nur von seiner Branche sozusagen, und zwar sind das hier nur Gamer bzw. Let's Player, und das sind sozusagen alle Leute hier drinne, die mit in der Community Promote Action drinne sind. Ja, so, dann kommen wir mal zu seinem Video, und zwar werden wir hier erstmal sein Video anschauen. Ich werde dann natürlich wieder ein bisschen ranzoomen hier, ich hoffe, das sieht man gut. Und dann starten wir jetzt einfach mal das Video Let's Play Orc Must Die 2, erster Part, die neue Ladung Action. Und hiermit ein herzliches Willkommen zum Let's Play von Orcs Must Die 2, ja. In diesem Teil geht es nun noch spezieller und actionreicher zu, denn diesmal sind hier 2 Helden zur Auswahl. Einmal diese Frau, das ist die Endgegner oder die böse Frau aus dem ersten Teil, und den alten Helden, den gibt's natürlich in diesem Spiel auch noch. Und hier sehen wir gerade das die kleine Erklärung zum Spiel. Und zwar gibt's hier einmal die Spaltpunkte, die sieht man oben rechts, und zwar für Gegner, die aus den Minen entkommen, werden Punkte abgezogen. Wenn der Zähler 0 erreicht hat, hast du verloren. Dann noch der Wellenzähler, der zeigt eben an, in welcher Welle wir sind und wie vielen wir uns noch stellen müssen. Dann gibt es noch den Ausrüstungsbalken, und zwar sieht man da eben die Fallen. Und ja, dann noch die Währung, mit denen kann man Fallen platzieren und man bekommt immer mehr Geld, wenn man eben die Feinde umbringt. Und dann gibt es noch unser Ziel, und zwar sollen wir da die Gegner nicht hindurchkommen lassen, denn dann werden uns die Spaltpunkte abgezogen. Ja, wir sehen hier dieses kleine Erklärungsbild. Und ja, ich würde sagen, los geht's mit Orcs Must Die 2. So sollte es also enden. In der Falle. Umzingelt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders, zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich ihn. Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Warst du das? War ich was? Spürst du nicht, wie die Macht zurückkehrt? Hast du den Spalt erschaffen? Nee, ich bin eher der destruktive Typ. Hey, bist du nicht diese Irre, die mich umbringen wollte? Dafür ist jetzt keine Zeit. Die Orks sind mir auf den Fersen. Orks? Schick! Jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Dingsbums.
Und hier sind wir nun am Anfang des Let's Plays von Orcs Must Die 2 schon im Level. Das Level heißt Am Abgrund. Ich spiele das Ganze nicht zusammen. Also den zweiten Teil kann man ja jetzt auch im Koop-Modus zocken. Ich spiele das aber alleine, da ich keinen gefunden habe. Aber naja, wir schauen uns erstmal das Level an. Hier gibt es natürlich wieder ein paar Heilfläschchen und in Orcs Must Die 2 hat sich einiges geändert, was ich so mitbekommen habe. Hier ist auf jeden Fall das Ziel, da dürfen die Orcs natürlich nicht hindurchkommen. Dann gibt es hier die neue Sache und zwar diese Minenkarren oder wie man die nennt. Ah, wenn man da drauf schießt, kann man, glaube ich... Moment, ich schaue mir das mal kurz an. Jetzt müsste die Karre hier eigentlich da lang fahren, oder? Oder die Minenlore heißen die Teile ja. Und jawohl, das ändert sich also, aber ich ändere das mal wieder lieber in die andere Richtung. Und wenn da jetzt Orks durchlaufen würden und die Minenlore eben durch sie durchfetzt, dann haut die Orks auch weg. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich und deswegen, ja, hier schaut es auf jeden Fall sehr schön aus. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt mal das Zauberbuch an. Na, okay. Die Armbrust ist nicht mehr dabei. Kommende Gegner sind nur zwei hier. Einmal die leichten Ork-Krieger. Das ist ein zielstrebiger Wüstling, der den Spalt erreichen will und ist leicht auszuschalten. Dann der mittelschwere Ork-Krieger ist eben genau dasselbe, nur dass er schon etwas schwieriger auszuschalten ist. Und was haben wir denn an Fallen und Waffen? Einmal die Donnerbüchse. Ja, sie greift den Gegner aus der Ferne an und unser Sekundärangriff ist damit, dass wir eine Granate verschießen, die die Gegner verlangsamt. Okay. Dann noch Teer, die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Und zwar verlangsamt die Gegner und noch die Pfeilwand, die schießt eben eine Pfeilsalve auf die vorbeilaufenden Gegner. Die kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Das heißt, bisher noch keine Neuerungen, außer die Donnerbüchse. Denn früher gab es ja diese automatische Armbrust, die man da extrem oft schießen konnte. Mal schauen, wie das so läuft. Ja, Leute, das war ein kleiner Ausschnitt, beziehungsweise ein sehr, sehr langer Ausschnitt gerade, von Game Moderation. Ja, und zwar kommen wir jetzt nun mal zu den Punkten, und zwar, wie man hier sieht, macht der Videos mit 1080p auf HD und das wirklich sehr, sehr gut. Das gibt immer einen sehr schönen Eindruck und die Qualität ist da wirklich ohne Frage sehr, sehr gut. Dafür habe ich dir dann 5 von 5 Kronen gegeben. Und da gibt's auch keinen Widerspruch, auf jeden Fall hast du es verdient. Und ich sag dir einfach nur, mach weiter so mit der Qualität, gefällt mir sehr gut, ja. Die Soundqualität habe ich dir 5 von 5 Kronen gegeben, einfach nur deswegen, weil dein Mikrofon wirklich sehr gut ist, beziehungsweise mit was du aufnimmst, gefällt mir sehr gut. Und da ist kein Rauschen, da ist einfach eine klare Stimme, deine Stimme hört man und nichts anderes. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Klang und gut für die Ohren, würde ich einfach nur mal so sagen. Und das hat mir auch sehr gefallen, ja. Dein Kommentarstil, ja. Dein Kommentarstil, weißt du ja genau, dass ich den sozusagen liebe, beziehungsweise ich ihn sehr schön finde, da du wirklich ruhig bist, dann auch mal wiederum, weiß nicht, total aufdrehst und keine Ahnung, du bist auf jeden Fall, also du hast wirklich einen geilen Kommentarstil, also du, ja, wie kann man das sozusagen jetzt nennen, du bist mal so und mal so, also das ist auf jeden Fall cool, du mischst das sozusagen und das gefällt mir sehr. Du bringst auf jeden Fall viel Action rein und kannst auch sehr gute Stimmen nachmachen und alles und das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und du weißt ja, dass ich ja deine Stimme sozusagen liebe, beziehungsweise ich die sehr gut finde und natürlich dein Kommentarstil dazu auch. Ja, dafür habe ich dir natürlich auch 5 von 5 Kronen gegeben und ich hoffe, du kannst mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. 23 Kronen von 25 ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und das ist auf jeden Fall ein schöner Start für dich und da du ja schon einen Anerkanner hattest, brauche ich eigentlich gar nicht sagen Start, sondern eine schöne Erweiterung, ja, sozusagen. Ja, nee, auf jeden Fall hat mir dein Kanal sehr gut gefallen. Hier sieht man nochmal die Playlisten, 3 Stück hat er, die ich ja schon erwähnt habe. Dann nochmal hier seine ganzen Videos, die er hochgeladen hat, das sind jetzt 9 Stück. Und ich sage euch nur, in der Zeit werden auf jeden Fall noch eine Menge mehr kommen. Von seinem alten Kanal wird er vielleicht noch ein paar Videos mit rüberziehen, wird die hier hochladen. Und dann bekommt ihr mal sozusagen einen Eindruck von ihm, ja. Ich empfehle euch einfach nur, beziehungsweise sage zu euch, schaut einfach mal vorbei bei diesem Jungen, der hat es auf jeden Fall verdient. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr mal halt, wie gesagt, vorbeischaut und mal einen Kommentar oder irgendwie ein Like bei ihnen da lasst oder so. Wäre auf jeden Fall cool.
Und wenn er euch gefällt, dann könnt ihr ihn ja sogar abonnieren und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Den Link von ihm findet ihr unten in der Beschreibung und findet ihr auch bei mir in meiner Subbox. Der ist auf jeden Fall da drinne. Und ansonsten würde ich noch sagen, falls ihr auch Bock habt mitzumachen, dann schreibt mir einfach eine Bewerbung. Unten in der Beschreibung steht alles drinne, alles ausführlich. Natürlich auch von Game Moderation gemacht. Sollen wir einfach nur übernehmen und dann könnt ihr da dort alles lesen und könnt euch ausführlich sozusagen bewerben und etc. Ja. So, die anderen Bewerbungen, die schon eingegangen sind bei mir von den anderen Let's Playern sozusagen, die werden auf jeden Fall auch noch kommen. Ich habe hier sogar eine Liste, ich kann die mal ganz kurz vorlesen. Und zwar wird auf jeden Fall nach den nach meinem Promoter-Team, wenn ich die promotet habe, wird auf jeden Fall anfangen Timson LP, dann Black Tronny, dann Typical LP, dann CS Martin 13, The Special LP und Tim Toys LP. Die sind auf jeden Fall schon mal auf der Liste drauf. Die werden nochmal, die werden dann sozusagen auch promotet, bekommen auch eine eigene Bewertung und dann wird alles schick sein. Wie gesagt, die Promoter Videos, die werden dann, weiß ich nicht, ich denke mal in der Woche wird, denke ich mal, mindestens eins kommen, wenn nicht sogar drei oder zwei. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall schon eine Menge kommen, damit wir hier die Liste nicht zu randvoll hauen und wie gesagt, schreibt mir einfach eine PN, wenn ihr Bewerbung abschicken wollt und dann seid ihr auf einer sicheren Seite und ich nehme auch jeden an, wenn die Bewertung sehr schön ist, ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal für die ganzen Zuschauer, die jetzt gerade hier zugucken und natürlich bedanke ich mich auch an meinem Promoter-Team, damit die mich halt sozusagen aufgenommen haben, finde ich sehr schnieke und ich sage auf Wiedersehen und Goodbye und guckt mal bei ihnen vorbei.